bin jetzt über 30 und meine Freunde haben schon angefangen, mich zu nerven. Ja, sag mal, wann kriegst du dein Baby? Und ich denke mir so, Baby? Oh, ich weiß nicht, ob ich so die richtige Person bin für ein Baby. Ich meine, ich vergesse mein Tampon so immer 3 Tage lang in meiner Mumu. Was würde denn passieren, wenn ich mein Baby 3 Tage in einer Waschmaschine vergessen würde? Gott sei Dank habe ich keine Waschmaschine und Gott sei Dank habe ich kein Baby. Ja, und Gott sei Dank benutze ich Tampons auch nicht mehr. Ich denke auch so drüber nach, ja, Baby ja oder nein. Und dann denke ich mir, was kann denn so ein Baby? So ein Baby, das kann ja auch nicht. So ein Baby ist eigentlich wie die AfD. Das brabbelt immer irgendwas so vor sich hin. Und man versteht überhaupt gar nicht, was es will oder was meint denn das denn? Und so ein Baby ist auch immer voller Scheiße. Und dann lässt es dich nachts nicht schlafen. Das terrorisiert dich so richtig. Und dann saugt es dir deine Energie aus. Eigentlich ist so ein Baby ein kleines Vampirchen wie die AfD. Und man kann es aber nicht umbringen, weil es ja halt irgendwie zur Gesellschaft dazugehört. Und dann sage ich immer zu meinen Freunden, oh Leute, nö, Baby und ich, weiß nicht, ich habe ja auch gar nicht die passenden Schuhe dazu. Und dann fragen mich dann meine Freundinnen, ja sag mal, hast du denn Angst, dass du den Baby und Karriere nicht unter einen Hut bekommst? Und dann gucke ich sie so an und sage zu denen, hä? Karriere, was? Ich habe gar keine Karriere. Das ist ja dann genauso wie Work-Life-Balance. Wie willst du dein Life ausbalancieren, wenn du gar kein Work hast? Wie soll ich denn Angst um meine Karriere wegen eines Babys haben, wenn ich nicht mal eine Karriere habe? Und dann sagen sie immer zu mir, ja, das ist ja überhaupt gar kein Ding, weil der neueste Trend ist es ja, durch sein Kind an Geld oder Macht oder an eine Karriere zu kommen. So wie die Mutti von Justin Bieber oder so wie es ganz viele Journalistinnen oder Autorinnen auch machen. Und das nennt sich wohl, also im Journalismus nennt sich der Begriff der neue, also wenn Muttis die ganze Zeit nur darüber schreiben, was es heißt, Mutti zu sein, Mutilatur. Mutti macht Geburt, Mutti gibt die Brust, Mutti fährt Baby mit dem Auto zur Schule, Mutti lässt sich von Vati scheiden, Mutti ist Feministin. Aber leider gibt es halt nie einen Artikel, der erzählt, wie gut Mutti denn von diesem Geld, was Vati jeden Monat aufs Konto überweist, leben kann. Und außerdem, nee, ich bin viel zu schön, als dass ich meine Karriere auf ein Baby aufbaue oder ein Kind. Ich will nicht wie Justin Biebers Mutti sein oder wie eine weiße privilegierte Frau, die die ganze Zeit irgendwelche Artikel schreibt. Ich meine, ich bin selber mit einer Mutti aufgewachsen, die alleinerziehend war und die als Geflüchtete nach Deutschland kam, die kein Deutsch kannte, die hat es ja auch geschafft, mich großzuziehen, ohne ganz viele Ismen oder Ideologien oder etc. etc. Und nein, 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 ich will das nicht. Ich will auch nicht dann irgendwann mal irgendwelche Kinder von mir zu irgendwelchen Castings fahren oder mir dann wünschen, dass die irgendwie Kinderstars werden oder so. Ich finde, es sollte auch so einen Babyfahrschein geben. Wer darf ein Baby bekommen und wer nicht? Weil, ich meine, so ein Baby zu machen, dafür muss man ja auch nicht viel drauf haben. Man muss ja nicht viel können. Man muss einfach reinstecken und abspritzen lassen oder abspritzen. And that's it. Und dann muss man warten, wie bei so einem Teig. Und ja, und dann, pupu, ist es da. Das Baby. Meine Babys sind schon süß und schnuckelig. Und ich will auch mal eins haben, wenn ich meine Ruhe, meine Miete jeden Monat bezahlen kann. Aber ich glaube, ich will dann auch nur eins haben, wenn ich der Papa sein kann und der Papa die Mama.